Hallo, mein lieben Zuschauer, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Let's Plays von Rollercoaster Tycoon 3. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt wieder in unsere Welt, die ich versucht habe, so gut wie möglich nachzubauen. Ja, also wie ihr seht, habe ich das hier eigentlich so gut wie gemacht. Außer dass jetzt halt noch die ganzen Dinger hier geschlossen sind. Den Weg habe ich wieder gebaut und hier unser... Hey, das sind ja viele. Das sind echt viele. Ich merke halt, die Musik ist etwas laut. Perfekt. Hey, wake up. Augenblick mal. Channel switched. So. Nein, ich möchte dich verlassen. Einfach nur zur Sicherheit, genau. Ja. Wir machen jetzt einfach. Ich werde jetzt auch kurz machen, dass ich einmal kurz eine Fahrgeschäfte eröffne. Und einmal die Musik einrichte, denn das ist eigentlich auch unwichtig, deswegen sehen wir uns einfach gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich werde mal kurz noch umbenannt. Sonst ist das ein bisschen zu laut für euch, glaube ich. Ja gut, dann habt ihr auch ein bisschen Ton. Ja, was machen wir jetzt? Wir fangen an mit unserer allerersten Achterbahn. Und welche würde da besser passen als... Wo ist sie? Eine schöne fliegende Bahn. Natürlich können wir ja auch noch die ganzen... Streckenlayouts und so noch verschönern. Ich würde sagen, wir fangen einfach die erste hier vorne irgendwo an. Moment. In welche Richtung geht die? Die geht in die Richtung, ne? Ah ja, so ist okay. Ja, machen wir hier. Ja. Das sieht doch okay aus. Also für eine Station her sollte es passen. Okay, dann... Aha, ich kann es direkt drehen, okay. Brauchen wir natürlich erstmal Ketten. Und wir wollen ja mal ein bisschen nach oben gehen, ne? Streckenteil kann doch nicht platziert werden, als wenn das schon die maximale Höhe ist. Naja, egal. Oh, ja, ist ja gut. So macht man das am besten, genau. Dann würde ich hier oben... Ui. Yeah, eine Halbschleife machen. Okay. Jetzt wird es ein bisschen rumgehen. Guck mal, der ist gerade über Kopf, ne? Das heißt, wir müssen es ja wieder richtig rumdrehen. Machen wir hier eine Spirale nach oben. Machen da wieder gerade. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Und jetzt müssen wir irgendwie es hinkriegen, dass unsere Strecke wieder über Kopf wird. Wie machen wir das denn? Ja, hallo, ich möchte die Strecke wieder
Ist das jetzt alles über Kopf? Das ist blöd. Wartet mal. Machen wir nochmal weg hier. So. Keine übergeneigte Kurve. Oh nee, es ist ein bisschen zu groß. S-Kurve. Ja. Wir können zwar eine Halbschleife machen. Sache ist, dass das Ding jetzt über Kopf ist. Ah, so geht es. Oder? Nee. Ja, das ist doch schön. Ja, es ist aber über Kopf, aber wir wollen es nicht über Kopf. Was ist das denn? Blockbremsen, bremsen. Oh, hier kann man ein Foto machen. Nur, dass das Foto über Kopf ist, wie geil. Bremsen oder Blockbremsen? Hm. Okay. Ah, jetzt kann ich hier wieder. Nein, das wollte ich doch gar nicht bauen. Da, danke, da drehe ich es wieder. Jetzt sind wir auch wieder richtig rum. Ich würde sagen, dass ich da jetzt ein Foto hinpacke. Genau, wunderbar. Oh, ich muss das gar nicht selber aufbauen. Ja, das ist natürlich geil. Passt mal auf. Müsste ich hier rein theoretisch. Wenn ich jetzt einfach hier im Boden reingehe. Aha. Straight nach. Oh, es wird nach unten. Das ist natürlich geil, weil du dann ja unten nichts siehst. Oh, das ist so mies. Und jetzt wieder straight nach oben, würde ich sagen, oder? Dann kommt man da raus. Pass mal auf. Man würde dann da rauskommen. Denkt ihr, man hat da so genug Schwung? Nee, safe nicht. Gerade, jetzt brauchen wir einen Kettenlift, der einen hier einmal wieder nach oben bringt und dann hängen wir uns einfach hinten dran. Ja, wobei, wir können rein theoretisch ein bisschen uns drehen lassen und jetzt die Kurve machen. Ja, Alter. So, jetzt werden wir gerade in den Kettenlift ab nach oben. Oh, schade. Passt. So, Kettenlift straight nach oben. Yeah, Alter. Na gut, vielleicht sollte ich... Was ist denn mit Kettenlift? Das sieht nämlich nicht so aus. Ich weiß es nicht. Hoffen wir es einfach mal, dass es mit Kettenlift ist. Ich meine, ich habe es doch mit Kettenlift ausgewählt, ne? So ist nur Kettenlift. Oh. Da ist der Anfang komplett broke. Ja gut, ne? Das ist natürlich blöd. Ich muss die ganze Strecke nochmal entfernen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es einmal weggemacht habe und den Anfang korrigiert habe. Bis gleich. So, da sind wir. Da sind wir wieder, genau. Ich habe jetzt einmal hier unten ungefähr einen groben Streckenverlauf gemacht. Zwei Fotostellen wollte ich jetzt nicht, aber gut.
Oh, andere Richtung bitte. Dankeschön. Sollte eigentlich ausreichen. Von der Geschwindigkeit her. Hoffen wir es mal. Vor allem werden wir gleich damit fahren. Das wird so episch, glaube ich. So vor allem unterirdisch. Werden wir aber gleich sehen. Ah. Willkommen. Achso, man kann immer nur. Ah. Sache ist ja natürlich. Schafft er es trotzdem mit dieser Geschwindigkeit hier hoch? So, passt mal auf. Wir sind nämlich jetzt gerade richtig rum. Das wollen wir ja nicht. Jetzt wären wir wieder falsch rum. Also, nee. Ihr wisst, was ich meine, in welchem Sinne. So, was ist das hier? Das ist eine Station. Nee, die wollen wir nicht. Foto wollen wir auch nicht. Bremsen, bremsen. Nee. Da doch, wobei bremsen. So, und dann geht's nämlich hier mit dem Kettenlift langsam wieder nach oben. So, hier lang wird dann nämlich das Ding gehen, der Weg. Frage ist jetzt natürlich, wie wollen wir es machen, dass der Zug darüber geht. Ich sag euch, wir machen nochmal einen ganz kurzen Drop und gehen dann wieder hoch. Und jetzt bitte kurz zu Ema. Okay, nee, bitte nicht, dankeschön. Oh, nee, wir wollen bitte gerade beginnen. Und jetzt. Bitte. Check mal, wie wir es bauen können. Ich glaube, das ist hier noch zu ungenau, habe ich so das Gefühl. Meine Damen und Herren, es gab gerade eine kurze Unterbrechung. Ja. Jetzt geht's aber weiter. So, wir wollen doch diese Strecke hier zu Ende bauen. Komm schon, Computer, du musst es doch checken. Och Mensch, schön, ich war. Wischen den hier und das meiste vorgeben jetzt. Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde sagen, testen wir diese Strecke doch mal aus, oder? So, pass mal auf, wir müssen noch kurz die Farbe des Zuges umändern. Schönes Blau. Testen wir doch mal. Und wir fahren mit. Ui. Ei, ei, ei. Das wird echt interessant. Das war der erste Achterbahnbus. Geräusch. Das ist so laut, als wenn ich mir einfach nach dem Musiker ausschreibe. Und dort.
Alter, das da unterirdisch, da hat man ja gar nicht mehr durchgeblickt. Okay, ich tue mal noch ganz kurz hier ein paar Bremsen anpassen und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Bremsen eingebaut. Lasst uns doch mal mitfahren. Die letzte Runde, meine Damen und Herren. Oh, das wird zu schlimm. Das merke ich doch jetzt schon. Alter, wie schnell man da unten ist, aber wie das auch aussah. Ja, das war schon schön. Und ich meine, ich kann die Lampen da unten noch anpassen. Pass mal auf, ey. Hier oben kann man noch ganz schön so die Aussicht genießen. Ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Zug dran bauen. Und in der nächsten, in der dritten Folge, werden wir entweder eine neue Achterbahn bauen oder das Layout. Oh Gott, da bin ich übertrieben. Ah, Gott, Alter. Nein, Scheiße. Wo ist oben, wo ist unten? Ich weiß es nicht. Oh, Alter, mal wieder runter. Oh, Alter, der ist blöd. Die bleiben heute noch im eigenen Unterbremse auf 2 mph. Okay. Das ist unsere erste Achterbahn, Leute. Warte, ich brauch das eine Bild dafür, weil gerade kurz. Ich brauch das für das eine Bild. Sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Naja, Red Gamer.